Tutanchamun hat mehr als 3000 Jahre in seinem Grab gelegen, bevor ihn britische Archäologen zurück ans Tageslicht holten. Bei Frau Pforte war es mit der Grabesstille schon nach etwa 300 Jahren vorbei. Eine Ruhestörung, die trotzdem nicht zu ihrem Nachteil war. Denn nachdem Frau Pforte ihren Sarg verließ, hat ein Team von Wissenschaftlern alles unternommen, um aus der mumifizierten Dame wieder ein vorzeigbares Mitglied der Nedlitzer Bevölkerung zu machen. Nach der monatelangen Verjüngungskur wird sie jetzt sogar das Highlight einer Ausstellung. Hendrik Behrendt und Peter Hell über die Wiederauferstehung einer Toten. Die Nedlitzer St. Nikolauskirche bei Magdeburg hütet seit Jahrhunderten ein dunkles Geheimnis. In einer Gruft unter dem Turm liegen 7 Särge. Bei den Toten handelt es sich um wohlhabende Bürger der örtlichen Geschichte, die dank günstiger klimatischer Bedingungen heute noch ziemlich gut erhalten sind. Wir haben einmal eine Querströmung durch die geöffneten Fenster und wir haben eine Umströmung. Oberhalb des Raumes befindet sich ein Hohlraum, in dem Luft von außen eintreten kann und dann ebenfalls eine Durchlüftung erreicht wurde. Dadurch trat eine sehr schnelle Entwässerung der Körper ein und das Ergebnis ist auch eine schnelle Mumifizierung. Die Verstorbenen glaubten offenbar an die Auferstehung und wollten für diesen Fall in einem kompletten Körper stecken. Eine weise Entscheidung, denn fast 300 Jahre später ist es soweit. Die Toten sollen in einem kleinen Museum zur Schau gestellt werden. Doch bevor es dazu kommt, muss der Inhalt der Särge erfasst und sortiert werden. Eine Inventur, die an manchen Stellen zu unerwarteten Ergebnissen führt. Man sieht unten die Füße, die kräftigen Stiefel, die man offensichtlich zerschnitten hat, um sie ihm noch mal anzuziehen. Und den Kopf hat jemand rausgenommen. Aus welchen Gründen kann sowas passieren? Wir wissen also, dass in den 60er Jahren draußen auf dem Kirchplatz jemand die Kinder mit dem Kopf Fußball gespielt haben. Das war damals die Zeit so, dass man da nicht auf sowas geachtet hat. Ja, ich denke, man hat heute einen anderen Blick auf die Kulturschätze, die wir hier in der Kirche haben. 2 der Mumien sollen jetzt in einer Hildesheimer Restauratorenwerkstatt wiederhergestellt werden. Ein morbider Plan, der ohne den Einsatz von Experten nicht durchführbar wäre. Schließlich sind die Nedlitzer Ausstellungsmodelle nicht mehr die jüngsten und damit eine große Herausforderung für das Team. Auch diese Dame gehört eher zu den älteren Semestern. Wir haben hier die Frau Pforte. Frau Pforte liegt hier im Sarg seit ca. 300 Jahren. Sie war im Nedlitzer Gut eine sehr wichtige Person. Sie hatte Oberaufsicht in diesem Nedlitzer Gut und sie hat für sich dann entschieden, sich in der Kirche mumifizieren zu lassen. Erste Bestandsaufnahme. Aus Mannheim ist Mumienforscher Wilfried Rosendahl angereist. Ein Mann für alle Altfälle der Geschichte. Die Füße, alle Zehen vorhanden. Auch hier typische Trocknungen. 10 Nägel noch vorhanden, also so wie es jetzt, was man so sehen kann, gut erhalten. Gesicht ist auch gut erhalten, Wangenknochen treten ein bisschen vor, das ist normal. Der Mund ist ein bisschen aufgezogen, das ist ein beim Trocknungsprozess typisch. Kopfhaut liegt auf, Haare sind keine mehr da. Das ist aber auch häufig so, also so macht sie einen guten Eindruck. Bei der Inspektion stößt Restaurator Glocke dann plötzlich auf etwas Unerwartetes. Geldstück, ja? Ich würde sagen, mir ging durch den Kopf, das ist ein Aluschep. Würde ich auch sagen, Alu. Aus DDR-Zeiten. Ne? Ja. Das Mikroskop verschafft Klarheit. Es handelt sich keinesfalls um ein Überbleibsel des Arbeiter- und Bauernstaates, sondern um 50 Pfennig aus der Weimarer Republik. Glocke ahnt, wie die Münze in den Sarg gelangte. Es gibt Leute, die ketten irgendwo ein Vorhängeschloss mit Kette an ein Geländer. Es gibt Leute, die schmeißen eine Münze über ihre Schulter in einen Brunnen, den sie als Tourist besuchen. Und ich kann mir vorstellen, dass dieses Etwas, was im Geist der Menschen oft drin ist, dazu führt, dass jemand ein bisschen Geld dalässt bei Frau Pforte. Mit einem Handscanner wird Frau Pforte jetzt vermessen. Dabei erfasst ein Sensor die Geometrie des Objektes und eine Kamera nimmt die Farbtöne der Mumie auf. Gleichzeitig werden die gewonnenen Daten an den Computer übermittelt. Wie ich jetzt mit dem Scanner über das Objekt drüber weggehe, bekommen wir immer mehr Informationen.
und bauen praktisch aus diesen einzelnen, ich sag mal Lichtblitzen, also aus diesen einzelnen 3D-Scans, baut dann die Software die gesamte Geometrie des Objektes auf. Über 700 Aufnahmen werden anschließend zu einer 3D-Grafik verarbeitet. Millimeter für Millimeter kommt so Leben in die Gruft. Für die Restauratoren ein echter Fortschritt. Man kann sich natürlich diese Perspektive einmal kurz verschaffen, indem man sich auf die Knie begibt und mit der Nase über dem Sargwannenrand verharrt. Das sind aber keine Perspektiven, die man lange einnimmt, um darüber nachzudenken, was sagt mir die Abbildung jetzt. Später kann man aber am Computer zu Ergebnissen kommen, die man vorher so gar nicht treffen konnte. Danach beginnt der schwerste Teil der Konservierungsarbeit. Mit einem Seilzug, Mullbinden und viel Kreativität soll die Nedlitzer Mumie wieder auferstehen. Und tatsächlich, nach über 260 Jahren verlässt Frau Pforte ihren hölzernen Sarg und ermöglicht den Wissenschaftlern erstmals einen Blick auf ihre Rückseite. Dabei stellt Restaurator Jens Klocke fest, dass die Verstorbene offenbar nicht alleine in ihrer Kiste lag, sondern regen Besuch hatte. Hier unten im Bereich der Beine sind zahlreiche so eiartig längliche dunkelbraun-schwarze Hüllen von Schmeißfliegen zu erkennen. Das ist noch aus der Zeit, wo die Dame gestorben ist. Die Fliegen finden aufgrund des Geruchs dann recht schnell zum Verstorbenen und legen da in der Nähe ihre Brut ab. Getrennt von der Mumie werden Sarg und Inhalt anschließend grundsaniert. Statt Hightech-Geräten kommt dabei ein handelsüblicher Staubsauger zum Einsatz. Atemschutzmasken sollen die Forscher vor möglichen Infektionen mit Pilzsporen und Keimen schützen, die mit dem jahrhundertealten Dreck aufgewirbelt werden könnten. Das Verfahren ist ebenso schmutzig wie langwierig. Das sind schon mehrere Arbeitswochen, die man da dran sitzt. Und weil das eben vom Format her schwer zu handeln ist, gern zu zweit, also dann mal zwei. Jedes Stück wird gereinigt und später anhand der Scanbilder wieder an seinen Originalplatz zurückgelegt. Eine Sisyphus-Arbeit. Ein halbes Jahr später ist es dann soweit. Ah, kommen Sie rein. Hallo, Herr Glocke. Hallo, Herr Dr. Weber. Schönen guten Tag. Die Nedlitzer Ausstellungsmacher können ihre Mumien nach erfolgreicher Frischzellenkur in Hildesheim das erste Mal besuchen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Ah, ja. Vor allem Frau Pforte ist kaum wiederzuerkennen. Dame und Kostüm, grundgereinigt mit den Methoden des 21. Jahrhunderts. Sieht aus wie neu. Die Nedlitzer sind beeindruckt. So frisch hat die Verstorbene schon lange nicht mehr ausgesehen. Die Kleidung, die ist ja unwahrscheinlich plastisch geworden. Das war ja total verdreckt. Ja. Zur Erinnerung. Das Antlitz von Frau Pforte vor wenigen Monaten. Durch die Arbeit des Restaurators ist sie jetzt vor weiterem Verfall geschützt. Nach gut zweieinhalbstündiger Fahrt mit dem LKW kehren die Mumien dann zurück in ihre Heimat, die St. Nikolauskirche. Die Gemeinde ist begeistert. Ne, sag mal. Die Tränen. Das geht. Ist die nicht schön? Guck doch mal dieses. Ja, ja. Unter reger Anteilnahme wird die mumifizierte Dame zurück in die Gruft unter dem Kirchturm gebracht. Hier soll sie in Zukunft den Höhepunkt der Ausstellung zum Thema Totenkult bilden. Geboren wurde Frau Pforte übrigens im Jahr 1688. Und dank ihres Aufenthaltes in Hildesheim kann sie sich jetzt auch im nicht mehr ganz so zarten Alter von 324 Jahren der Blicke ihrer Bewunderer sicher sein. Ja, weiß nicht. Wollen wir so weit hinten? Nee.